So, hallo liebe Basketballfreunde, heute gibt es mal wieder ein NBA-Video und zwar nicht über die Playoffs. Die Semifinals sind ja gerade im vollen Gange und eigentlich auch super spannend. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal vier wirklich coole Serien in den Semifinals gesehen habe, die vor allem alle spannend sind, aber dazu dann mehr, wenn es in die Finals geht. Ich möchte nochmal zu der Saison zurückgehen und einen kleinen Erfahrungsbericht für euch machen. Und zwar, ich habe so eine kleine Bucketliste. Irgendwann am Ende meines Lebens oder eher früh als spät würde ich ganz gern mal in jeder NBA-Arena gewesen sein. Zweistellig sind wir schon oder bin ich schon. Und dieses Jahr oder besser gesagt in dieser Saison hätte es eigentlich ein Wochenende sein sollen, wo es Indiana und Milwaukee gewesen wäre, und zwar die Pacers und die Bucks. Habe mich dann aber umentschieden, denn Oladipo hatte sich ja dann verletzt und ich hatte noch keine Karten und noch nichts gebucht und dann nach einem anderen Spot geschaut und rein zufällig die Mavericks in Brooklyn ganz erschwinglich bekommen. Und zwar stand zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen fest, dass es wahrscheinlich Dirks letzte Saison sein würde. Und dann habe ich mir gedacht, nehmen wir doch nochmal unser deutsches Wunderkind mit. Und meine Erwartungen an Brooklyn waren eigentlich sehr, sehr gering oder an das Spiel generell, denn es war klar, Dallas würde verlieren, Brooklyn gewinnen. Die Nets hatte ich jetzt bisher als ganz nettes Team auf dem Schirm. Aber wie gesagt, meine Erwartungen waren nicht wirklich groß. Und hier sehen wir den Videowürfel im Barclays Center vorweg. Das Barclays Center ist tatsächlich bisher die für mich schönste Arena. Du kommst rein, es ist alles so ein bisschen schwarz-weiß. Es ist, die Nets geben sich so das Arbeiter- und Team-Spirit-Image und das sieht man eigentlich in der ganzen Arena. Es ist wie gesagt dunkel gehalten, so ein bisschen bedrohlich und man kann so richtig, ich würde fast sagen, den Hustle spüren. Ganz im Gegenteil zu den 76ers dort in der Arena, die ist ein bisschen anders aufgebaut, die ist auch außerhalb der Stadt, die ist größer. Mehr Essensmöglichkeiten, auch mehr Platz, sich innen drin, in der Halle, in den Rundumgängen aufzuhalten. Aber da ist alles so ein bisschen bunt, weiß, blau, rot, alles ein bisschen heller und ich würde fast sagen, familienorientierter, während das Barclays Center wirklich einfach eine echt, echt geile Arena ist. Und bisher ist es, glaube ich, meine Lieblingsarena. Und auch zu den Nets, zu dem Team möchte ich eigentlich sagen, ich glaube schon, dass die sich für die nächste Saison einen guten Spieler verpflichten werden und dann Top 4 oder so sein dürften. Und Team ist geil. Also, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um den Dirk. Und zwar hat man hier schon auf dem Videowürfel gleich so ein Thank you, Dirk, gesehen, was ich sehr, sehr cool fand, als die Spiele eingelaufen sind. Man bekommt bei Nowitzki ja immer mit, wie bescheiden er ist und er hat nicht die allergrößte Medienaufmerksamkeit, gerade in den USA. Da ist es in erster Linie die Lakers, die Celtics, die Knicks, die großen Spieler, die LeBron James und wie sie nicht alle heißen. Und Dirk kommt eigentlich relativ selten vor. Als Fan ist das natürlich immer so ein bisschen schade, aber ich glaube, der Respekt ist riesengroß und das hat vor allem dieses Jahr gezeigt. Und auch hier in der Halle in Brooklyn super viele Dirk Fans, auch Doncic übrigens, also sehr, sehr viele Slowenen dort vor Ort. Und eine Sache, die den Nowitzki wirklich auszeichnet, ich weiß nicht, wer das weiß oder derjenige, der vielleicht oder diejenige, die schon mal in der NBA-Halle gewesen sind. Normalerweise die ganzen Superstars werfen sich ein und laufen dann sofort in die Katakomben, ziehen sich um, was ja auch alles voll okay ist, aber hier auf Bild 1 sieht man schon, dass Dirk sich eigentlich immer Zeit für seine Fans nimmt, Autogramme gibt und so viel wie möglich versucht mitzunehmen. Und das ehrlich gesagt bei jedem Spiel und schon seit zig Jahren, genauso wie er schon vor allem auch in dieser Saison einer derjenigen Spieler ist, die am längsten am Warmmachen sind. Das ist Foto Nummer 2, eigentlich der einzige Mavs-Spieler und das war locker eine Stunde vor Spielbeginn. Normalerweise habe ich einen NBA-Fan-Kumpel, mit dem ich immer diese NBA-Trips mache. Dieses Jahr war es zufälligerweise in den Ferien und ganz rechts, da sieht er mich mit meinem Sohn, der Grüße, mittlerweile größer ist als ich. Das ist
bitter im Leben. Also wenn euer Kind mal größer als ihr seid, dann ist es nicht mehr so lustig, weil du kannst dann nicht mehr der Kleine zu ihm sagen. Dann ein drei Bilder habe ich mir auch für dieses Spiel rausgesucht. Es war ultra langweilig. Auf Bild 1 wollte ich einfach mal zeigen, wie groß dieser Kristaps Porzingis ist. Wahnsinn eigentlich. Also auch wenn er neben Paul oder Nowitzki steht, der überragt ihn nochmal locker. Man sieht's mit seinen Augenwinkeln, schaut er auf die ganzen Leute, die so Fotos machen. Was ich ganz witzig finde, deshalb habe ich hier Bild Nummer 2 auch noch gleich mitgenommen. Normalerweise ist es eigentlich gar kein Stress, wenn du da mit deinem Handy Fotos schießt oder Fotoapparat oder was auch immer. Aber die Frau in der Mitte, mit dem Finger, seht ihr, die hat mich eigentlich richtig böse angeschaut und ein bisschen länger auch. Und zwar, klar, Leben am Limit und so. Aber ich hätte jetzt nicht mal gedacht, dass du irgendwie Ärger kriegst, wenn du ein Foto in dem ganzen Scheiß machst. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, sie meint wirklich mich. Habe ich noch kurz abgedrückt und das Foto gespeichert. Ihr kennt vielleicht das Ergebnis. Die Mavericks haben mit 40 Punkten oder so verloren. Also das Spiel war eigentlich nach 5 Minuten entschieden. Der Ehrenmann, mit dem ich da im dritten Bild ganz rechts das Bild gemacht habe, war ein Fan, der 2 Reihen hinter mir gesessen ist und ein unglaublich lautes Organ. Und er hat immer auch mit den Spielern auf der Bank eigentlich sie angeschrien. Also so motivierende Sachen, so, come on, Jalen, no hesitation, no hesitation. Und alle Spielzüge eigentlich kommentiert, wenn die Auszeiten waren und es relativ ruhig gewesen ist, hat er auch eigentlich alle Spieler so angeschrien und denen irgendwelche Motivational-Tipps gegeben. War unglaublich lustig, alle haben es auch gefeiert. Und man muss dazu sagen, dass normalerweise reagieren ja Spieler nicht auf sowas. Aber der Junge hatte so ein unglaublich lautes Organ, dass sie sich irgendwann umgedreht haben und so ungläubig den Kopf geschüttelt haben. Gerade Dorian Finney-Smith kommt auf die Bank, ultra witzig, schaut ein bisschen böse, weil er einen Foul bekommen hat und jetzt halt mal wieder auf die Bank muss. Und dann schreit der Junge da, hey, Kopf hoch, das war immer dein Traum, auf dem Platz zu sein, du spielst mit Dirk in der Mannschaft, Kopf hoch, es war dein Traum. Und einfach unglaubliche witzige Situation. Für Porzingis war es nicht ganz so witzig, denn hier unser Freund hat ihn dann angeschrien. Ich übersetze einfach mal auf Deutsch. KP, ich will nächstes Jahr 30, 10 und 5 von dir. Hey KP, 30, 10, 5, das ist, was ich will. Also 30 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists. Und dann hat er so unglaublich laut geschrien. Und dann hat der Porzingis sich mal umgedreht zu ihm. Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, ja, du hörst schon richtig, 30, 10 und 5, wir haben verfickt nochmal Dennis Smith Jr. für dich getradet, also du bringst es jetzt besser. Und das war auch mein erster Moment, wo ich herausgefunden habe, dass dann so Securities kommen und eine Verwarnung für einen Fan aussprechen. Er hat so eine Warning Card in seiner Hand und ich bin dann kurz zu einer Viertelpause zu ihm hin und habe gesagt, hey, geiler Typ, das Spiel ist ultra langweilig und wir haben eigentlich alle da bei uns in dem Eck, haben eigentlich nur Spaß an dem Spiel wegen uns. Aber dann kommt wirklich eine richtig, richtig geile Geschichte. Und ja, wie gesagt, hier sieht man es beim Spielstand, habe ich jetzt kurz mal ein anderes YouTube-Video draufgezogen, was ich gleich ganz abspielen möchte. Ich habe es sogar drauf geschafft, was so eine Lifetime-Memory nochmal bekräftigt. Ganz coole Geschichte. Also auf jeden Fall, wir sehen hier im Ergebnis 121 zu 78. Komplett öde, noch 5 Minuten zu spielen. Und jeder, der NBA-Spiele verfolgt oder auch schon mal drin war, der weiß, bei solchen Ergebnissen ist eigentlich die Hälfte der Halle schon draußen. Aber diese Zuschauer, die teilweise natürlich auch wegen Nowitzki gekommen sind, haben wirklich nochmal so richtig, richtig in diesen 5 Minuten oder in diesen 6, 7 Minuten für Stimmung gesorgt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Dallas den Ball hatte, hat das ganze Stadion Dirk gerufen und zwar wirklich, richtig, richtig laut. Wenn ein
anderer Mavericks-Spieler nicht zu Dirk gepasst hat oder selber geworfen hat, egal wie gut es gewesen ist, dann wurde ausgebuht. Wenn Netzspieler getroffen haben, hat es auch keinen mehr interessiert, sondern es ging eigentlich nur bei jedem Angriff Dirk zu rufen und zu hoffen, dass er trifft. Und ich würde jetzt gleich mal, ich hoffe, oder über dieses Video kann man das auf jeden Fall ein bisschen einfangen. Es gibt dann noch gleich ein Video aus meiner eigenen Perspektive. Einfach unglaublich viele Gänsehautmomente hier. Danke, Brooklyn. Wie gesagt, das schauen wir uns jetzt nochmal an, als Huldigung auch für die Karriere für Nowitzki. Laut ist es genug und jetzt bin ich mal 1 Minute 15 Sekunden mehr oder weniger ruhig. Here's a three by Dirk. Erstmal hat er nicht getroffen, ich bin doch nicht ruhig. Und jetzt hört es euch, Dirk. Er passt. Kurzes Stöhnen. Lee, an attempt at rolls out. Courtney Lee macht selber, wird ausgebucht. Jetzt wieder. Da waren jetzt meine eine Sekunde Boom sozusagen. Hier Netz wieder im Angriff. Treffen nicht. Interessiert keinen. Und wieder geht's los. Die Dirks rauf. They want more. Burke fouled hard. Builds again for Dirk. Here it is. This is it. Bucket. Nowitzki. Got it. He called it. He pointed for that spot. I know that point. When Dirk points at that spot, that's the shot he wants. He's been stepping into that with confidence for 20 some years. Okay, auf jeden Fall unglaublich geile Stimmung und mehr Ehrerbietung oder Respekt kannst du eigentlich gar nicht zeigen. Und das sind halt Sachen, die dann, die man vor Ort sieht, aber nicht ganz in den Medien mitbekommt. Mein Video ist etwas kleiner. Ich muss auch sagen, es war bin ich so der Handyfilmer und meine Handykamera ist bestimmt nicht so gut, aber scheiß doch drauf. Jetzt machen wir hier auch einmal das kurz an. Auch ein bisschen lauter. Es gibt einen Fadeaway. Stadion ist eigentlich gestanden. Was will man noch mehr? Dirk Nowitzki, seine Karriere ist vorbei. Das letzte Spiel in San Antonio war auch nochmal unglaublich cool. Aber das allerletzte Heimspiel hat natürlich nochmal, war die Spitze des Eisbergs letztendlich. Schaut euch das nochmal an, die 30-Punkte-Performance in Dallas gegen Phoenix. Und ich denke, er hat die perfekte Verabschiedung für eine perfekte Karriere bekommen. Perfekt in dem Sinne, dass er wirklich so down to earth geblieben ist und so viel Ups und Downs eigentlich hatte und 21 Jahre in dem gleichen Team gewesen ist. Zwei Sachen noch ganz kurz. Es macht natürlich nicht nur Sinn, für ein Spiel darüber zu fahren, versucht man schon zwei mitzunehmen. Das zweite, Philadelphia, die ist Mai, 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Glaube ich, von Brooklyn weg gewesen, kurz mit dem Auto rübergefahren und eben im Spiel der 76ers gegen die Orlando Magic gewesen. Zwei, drei Sachen, die ich dazu sagen kann. Erstens, Ben Simmons. Es gibt ein paar NBA-Profis, die treffen den Dreier im Spiel nicht, aber die hauen dir im Training oder im Warm-up alle Dreier rein. Ben Simmons gehört nicht dazu, also dem seine Streuung ist auch im Aufwärmen von der Dreilinie unglaublich heftig. Spiel an sich war, ich hätte mir mehr erwartet, weil zu dem Zeitpunkt ging es eigentlich bei Philly um noch viel bezüglich der Platzierung. Orlando hat eigentlich echt gut gespielt. Philly hat irgendwann erst 3, 4 Minuten vor Ende richtig angezogen, Jimmy Butler Eier gezeigt und dann auch das Spiel gewonnen. Was bleibt hier zu sagen? Das ist mir die Farbe in der Arena, das ist mir alles ein bisschen zu hell, alles ein bisschen zu kindlich. Trotzdem super schöne Halle und sehr euphorisierend.
Am lautesten ist es aber tatsächlich gewesen, wenn ein Orlando Magic-Spieler Freiwurf hatte, denn die haben da anscheinend immer so eine Daueraktion von Wendy's. Wenn der Spieler zwei Freiwürfe in Folge nicht trifft, kriegst du einen Smoothie umsonst. Wenn sowas nochmal passiert, dann gibt es halt nochmal Pommes dazu und irgendwann gibt es nochmal ein Menü, wenn sowas im gleichen Spiel mehrmals hintereinander passiert. Und das ist eigentlich, wenn der Spieler den ersten Freiwurf verworfen hat, dann sind alle Fans auch ausgerastet, aufgestanden, geschrien, dass er hoffentlich auch noch den zweiten verlegt und dann die Enttäuschung, wenn der zweite drin ist. Das war eigentlich so, dass am meisten hängen geblieben ist. Da ist es richtig laut geworden. Ansonsten war es nicht so der Stimmungsbringer in den Playoffs. Was man jetzt gerade so gegen Toronto sieht, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, muss man sagen. Playoffs und Regular Season sind immer generell unterschiedlich. Aber auch definitiv, wenn ihr Philadelphia in der Nähe seid, sehr, sehr schöner Komplex, in dem man es, wie gesagt, länger aushalten kann, weil auch gerade die Essens- und Trinkensmöglichkeiten alles ein bisschen größer ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ich so ein bisschen Infos hab bringen können. Nächstes Jahr wird es wieder in zwei andere Arenen gehen, wenn es denn der Spielplan gut für mich meint. Das heißt, zwei Spiele im Wochenende für relativ günstige Flüge und Tickets und dann machen wir da auch wieder ein Posting und ansonsten, ja, wer von euch war denn vielleicht auch schon in dem einen oder anderen Spiel und hat eine coole Story zu liefern? Würde mich freuen, wenn ihr die auch mitteilen könntet. Bis bald!